Herzlich willkommen, in diesem Video geht es um die drei besten Gehäuselüfter. Das High-End-Produkt in unserem Gehäuselüftertest geht an den Cooler Master MF120. Die Masterfan Helo-Serie verwendet 24 individuell gesteuerte adressierbare RGB-LEDs, die in zwei Ringe unterteilt sind, um eine außergewöhnlich lebendige Farbdarstellung zu gewährleisten. Der MF120 Helo ist mit mehreren Schichten geräuschreduzierender Technologie und schallabsorbierenden Materialien ausgestattet, die eine gleichmäßigere Lüfterdrehzahl gewährleisten und Vibrationen und Klicks reduzieren. Air Balance Lüfterblätter kombinieren die Designelemente von Jet- und Hubschrauberblättern, um einen zuverlässigen Luftdruck für die Kühlung und einen außergewöhnlichen Luftstrom zu liefern. Der MF120 Helo ist vollständig kompatibel mit ARGB Motherboard Software und enthält einen drahtadressierbaren RGB Controller für ältere Motherboard Modelle. Die MF Helo Serie verfügt über intelligente Sensoren zum Schutz vor Kabeln und Komponenten, die während des Betriebs hängen bleiben oder beschädigt werden. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Apgear Gehäuselüfter. Die Achse des Lüfters übernimmt die eingebauten farbigen Lampenperlen des IC-Steuerchips, die den Farblichteffekt automatisch ändern. Die Farbversion kann den automatischen Farbkonvertierungszyklus realisieren, kann jedoch nicht an das Motherboard oder den Controller angeschlossen werden, um den Lichteffekt zu steuern. Die 120mm Gehäuselüfter sind optimiert für hohe Luftströme, extrem leise und empfohlen zur effizienten Gehäusebelüftung. Die Blätter sind lichtdurchlässig mit bereifter Struktur, erzeugen sie durch das Licht der LEDs einen dramatischen Effekt. Komplette PWM-Steuerung, die Lüftergeschwindigkeit kann dynamisch zwischen 600 und 1700 Umdrehungen pro Minute angepasst werden. Die vier Befestigungsschrauben sind vorgesehen, einfach zu installieren. Der Preis-Leistungssieger in dem Gehäuselüftertest ist der Corsair LL120. 16 unabhängige RGB-LEDs pro Lüfter, verteilt auf zwei separate Lichtschleifen, ermöglichen nahezu endlose Anpassungsoptionen. Dieses Produkt ist eine Erweiterung zum LL120 RGB-LED-3-Lüfter-Kit mit Lichting Node Pro. Die Lüftergeschwindigkeit kann dynamisch zwischen 600 und 1500 Umdrehungen pro Minute angepasst werden. Der 120mm Lüfter ist so konzipiert, dass ein geräuscharmer Betrieb gewährleistet ist, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Dieses Produkt enthält keine Lichting Node Core. Der Controller ist im Dreierpack enthalten und wird benötigt, um die RGB-Beleuchtung über die Corsair ICUE-Software ansteuern zu können. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.